So, dann fangen wir mal an zu jagen. Ein bisschen Holz sammeln. War hier noch was? Scheint nicht. Da, siehst du, diese nennt man Läufer. Doch, da vorne. Ha, rennt! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Super. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Das hättest du mir auch einfach sagen können. So ist es jetzt nicht, ne? Tiere scheinen aber auch intelligent zu sein. So wie echte Tiere. Das ist aber schon interessant, wie künstliche Intelligenz Roboter so schlau werden können, rein theoretisch. Aber war ich zu schnell für dich? Oder willst du mich irgendwo anders lang schicken? Ich war wohl zu schnell für dich. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folgt mir. Perfekt, super. Schon hier. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy, wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay, ich versuch's. Warte. Achso. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Hab ich doch. Aber ich habe nicht auf dein Signal gewartet, um es zu sehen. Tut mir schon ein bisschen leid, auch wenn das nur in Anführungszeichen Metall ist. So, komm, jetzt ist es sicher. Und davor war es aber nicht unsicher, oder? Wenn die so schreckhaft sind. Bisschen Holz hier mitnehmen, bisschen Holz da mitnehmen. Ich fühle mich schon fast wie in The Forest. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Also folgt mir. Diese Mechanik erinnert mich ein bisschen an Far Cry Primal. Müsste es gewesen sein, ne? Aloy, sie haben dich gehört. Sei diesmal nicht so laut. Ups. So. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Aber Far Cry Primal muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Ihre Haut.
dein Ziel. Perfekt, so lange. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Treffer! Weiterfeuern! Ah, unser erstes erlegtes Tier. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge! Der auf den Kriegerpfand! Komm, Aloy, schnell! Was soll das? Wir haben 5 Minuten geübt und fertig. So eine Arbeitszeit hätte ich auch gerne. Kurz 5 Minuten zur Arbeit. Einmal kurz mit Kunden telefonieren. Auftrag fertig machen und nach Hause. Was für was Schönes. Aber naja, gucken wir, was für den Jungen passiert ist. Also ich habe da auf jeden Fall keinen Jungen rausgehört. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die Landschaft sieht aber auch richtig schön aus. Sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt. Ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Habe ich nicht mal einen Bogen, um mich selber zu verteidigen. Das Gerät. Ich muss das langsam machen und leise. Scheint allwissend zu sein. Sehen. Wir können nebenbei noch sammeln. Was ist das, ein echtes Tier? Wie heißt du? Wächter. Das ist anscheinend auch echte Tiere. Also ich frage mich, was passiert, wenn das Wildschwein mich entdeckt. Ich muss vorsichtig sein. Aber ich will es doch nicht herausfinden. So, das Holz noch mitnehmen. Also ich habe ja meine Steine noch, ne? Ich muss sehen, wo sie hingehen. Wenn die sich jetzt umdrehen, ne? Gerade noch so Glück gehabt. Wo bist du? Das kennst du ein bisschen. Lass dir ruhig Zeit. Perfekt. Da ist er.
Super. Hey. Oh. Was? Das war gefährlich. Geh mal dahin. Oh nein, das. Aber egal. Oh, oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Nein, Scheiße. Also genau wo ich rausgehe, der dreht sich um. Was soll das? Egal. Versuchen wir es nochmal. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Dieses Mal geht er nicht hin. Okay. Wie machst du das? Gute Frage, ne? In einen neuen Busch gehen. Wie machst du das? Wie geht das? Und geschafft. Also ist es kein Spielzeug. Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind Ausgestoßene, beide. Und sie... ...ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz! Und du? Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Bitte. Bleib weg, nicht Mutter! Was ein kleiner. Wähle Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen. Wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle dann die Faust. Ja, super. Ich bin ein bisschen zu langsam im Lesen. Ziel auf seinen Kopf, lasse den Stein fallen, schlag ihm Stein. Ich bin mal böse. Aloy, das geht nicht. Linda, weg von dort! Weiter Bären töten! Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier. Halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy,
Wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm! Solange es nur 5 Minuten sind pro Tag. Rost? 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 Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Er sieht ihm gar nicht ähnlich. So ein schneller Zeitsprung. Na dann, gucken wir mal, wo unser Vater ist.